finestra del presbiterio scricchiola paurosamente. I vetri mi cadono sui piedi. Intanto altre granate cadono sul paese. Der Jazz hat einfach die ultimative Kraft der Selbstverantwortung. Man kann alles machen, darf alles machen, was aber natürlich auch bedingt, man muss sich mit allem beschäftigen. Man muss die innere Kraft haben, die eigene Sprache zu entwickeln, was ein sehr, sehr, sehr langer Weg ist, an dem viele zerbrechen. Aber wenn man es hat, ist man sein eigener Herr. Der Tiroler Jazzpianist Christian Wegscheider ist einer der Komponisten des Aurigio-Auftragwerks Klänge von der Gebirgsfront. Die Premiere fand in der zimbrischen Sprachinsel Luzern im Rahmen des Südtiroler Jazzfestivals statt. Das Auftragswerk entstand durch eine Zusammenarbeit von Donau Tirol, einem Nordtiroler Jazzverein und dem Jazzfestival Südtirol. Und wir haben einfach überlegt, wir haben eine Band nach Nordtirol eingeladen und im Gegenzug wurde die Idee geboren, eine grenzüberschreitende Kompositionsarbeit in Auftrag zu geben. Jeweils ein Künstler pro Region hat ein Stück komponiert, das von wesentlichen Merkmalen gekennzeichnet ist. Es gibt eigentlich drei Themen. Ein Thema ist 100 Jahre Erster Weltkrieg. Das heißt, das zweite Thema ist Luzern, wo wir uns gerade befinden. Dies ist ein historischer Ort, einerseits weil hier noch Zimbrisch gesprochen wird, eine der ältesten deutschen Sprachen, und zweitens natürlich, weil hier der Frontverlauf im Ersten Weltkrieg war. Deswegen ist es natürlich auch sehr gut passend für die Thematik 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und drittens auch natürlich, es gibt eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit Nordtirol, Südtirol, Trentino, zwei Musiker aus jeder Region, Kompositionen aus jeder Region. Also es ist eine Euregio-Produktion. Für den Jazzpianisten Christian Wegscheider ist Musik hervorragend dafür geeignet, die Grenzen in den Köpfen der Menschen abzubauen. Für einen Musiker ist es jetzt nicht außergewöhnlich, mit Musikern aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Insofern war das für uns jetzt ganz normal und selbstverständlich, das zusammen zu machen. Und die Sprache der Musik ist universell und da gibt es überhaupt keine Probleme. Vielleicht ist es aber genau das Gute, dass diese Gedanken, oh, das ist was Besonderes jetzt, die kommen gar nicht auf. Für uns ist es Selbstverständlichkeit. Für seinen Beitrag zu den Klängen von der Gebirgsfront hat der Tiroler Musiker einen unvoreingenommenen Zugang gefunden. Ich spreche jetzt für mein eigenes Werk. Ich habe es vollkommen vermieden, irgendwelche moralischen Botschaften meinerseits hinauszutragen. Ich sage es mal plakativ, es war böse und wir müssen uns jetzt alle lieb haben. Das habe ich vollkommen vermieden. Ich habe eine Musik geschrieben und dazu ganz so sachlich wie möglich versucht, Zeitdokumente zu lesen. Und wie in der Lyrik obliegt es dem Zuhörer, welche Schlüsse er daraus zieht. Die Texte sprechen ohnehin für sich selbst. Und hier haben wir uns wirklich jetzt auch kennengelernt, persönlich über einen längeren Zeitraum. Das war jetzt wirklich das Besondere an dem Ganzen. Und auch die Einbindung der Sprache natürlich und der Thematik, das war schon für uns ein allumfassendes Arbeiten. Sie unterrichten auch das Fach Jazzklavier an diversen Musikschulen. Wie geben Sie Ihre Musik an junge Menschen weiter? Mit meinem Beispiel. Etwas anderes, glaube ich, funktioniert gar nicht. Ich versuche mich ganz natürlich meinen Schülern zu präsentieren und versuche einfach, ich kann nur meine persönliche Kompetenz und meine Begeisterung und meine Natürlichkeit denen weitergeben. Die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino hat für den Künstler Wegscheider eine ganz spezielle Bedeutung. Was bedeutet es für mich? Natürlich einerseits Kindheitserinnerungen. Also nach Südtirol fahren, das war halt in meiner Kindheit einfach ein ultimativ toller Ausflug. Meine Mutter stammt auch übrigens aus Meran. Und jetzt ist eigentlich das Trentino für mich jetzt noch dazugekommen.
Und das habe ich jetzt sozusagen entdeckt, dass das eigentlich auch Teil dieser gesamthistorischen Tiroler Geschichte ist. Und ja, für mich ist jetzt das Ganze eine neue Entdeckung hier. Und für mich bedeutet es, ich sehe da durchaus ein großes Potenzial. Vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen Vorbild für Europa, das ist immer so hochtrabend, aber für uns ist es eine tolle Zusammenarbeit.